So, wo ist die Sonja? Warum nie? Lass mich in Ruhe, du Stinky. Achso, Sonja ist ja der Killer. Oh, der Freddy. Ich bin nicht Killer. Stimmt, der Andreas ist der Killer. Jetzt wird der Freddy, ja. Ah, der Freddy ist. Ja! Scheiße! Schießt du mit Messer? Na. Doch? Was hat der gemacht? Der hat mich abgeschossen. Wie hat der nicht abgeschossen? Ich bin ja ein Albtraum oder so. Das ja. Was passiert da jetzt? Er hat andere Fähigkeiten gegen dich. Findet er mich jetzt überall? Oder was kann er? Du siehst mich. Immer. Und wenn du wach bist, dann siehst du mich nur, wenn ich neben dir stehe. Ich sehe dich gar nicht. Nee, ich seh dich nicht. Hinter dir? Jetzt bist du da. Ich weiß schon, wie du laufst, Dante. Bist du anders drauf? Hallo Steffi. Ups. Hoppla, oh. Mein Gott, sie hängt wieder rum. Reicht dir keine Generatoren machen, oder was? Was da? Alter, was ist denn das jetzt? Well. Da ist Blut rausgekommen. Aus der offenen Fleischwunde, oder was? Na, aus dem Generator. Was ist mit euch los, oder? Hä? Hey, was ist das hier? Ah ja, er hat sie unsichtbar gemacht. Hallo. Achtung, nicht! Das wäre in die Traumschläge getroffen. Bitte bitte an den Hacken rüber. Das war mal ein bisschen leber. Na! Na, 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 schnell, schnell, schnell. Oh, ich hab's gewusst. Oh, na. Hallo? Ja, Scheiße. Oh, wie weit kommen wir? Ich muss weg, dass ich arbeite. Zwei Leute haben sie noch runter.
Hallo. Kann er sie porten oder so? Ja. Mhm. Zu den Generatoren können wir die porten. Okay. Na, was war denn da? Sonja. Wow. Immer steht die Leute vom Hacken können, gell? Alter, ich check den Killer nicht. Ich sag's euch ganz ehrlich. Das sag ich dazu. Sag ich das richtig, dass ich den einzigen Generator gemacht habe? Ich bin nicht dazugekommen. Der war dauernd da. Wenn ich am Generator war, ist er durch den Generator vor mir da gestanden. Oh je, das ist nicht alle. Ja. Die Blutflecken am Boden, das sind die Fallen von ihm. Was ist denn das? Damit er aufwacht. Sieht aus der Traumwelt raus. Alter! Und er ist nur in der Traumwelt stark, oder? Nein. In der Traumwelt hat er keinen Terrorradius. Und du siehst ihn nicht mehr. In der Welt heraußen ist er ähnlich wie die Geister in Phasmophobia. Ja, er ist nicht immer da. Er blinkt immer so durch die Gegend. Okay. Ich hab's keinen Bock, Generatoren zu machen, oder? Generator. Ja, meiner. Ich war's. Das war sehr gut. Oh. Er hat die Tür fest zugehauen. Hä? Jetzt bin ich gar nicht gewohnt, dass die Steffi sich so verschluckt. Also, hä? Wo ich an Daniel jetzt umkriege, ist die Lupe für die Steffi frei. Hä? Ei, Andi, ich glaub, du checkst da was nicht. Ah, die Steffi ist schon am gut. Oh Gott, bin ich Daniel dumm. Ist der Letzte. Ja. Ach, bin ich behindert. Tja, Schuss, vertan. Ich hab die ganze Zeit den Daniel leben lassen, jetzt schon dreimal, weil ich mir gedacht hab, die Steffi schwirrt noch mal drum. Sie schwirrt rum, das trifft ganz gut. Ich bin's nicht gewohnt, dass die Steffi tot ist so schnell. Ja, nicht.
Oh Gott. Sag nicht, ja, dass der da noch. Da! Ja. Los, rein da! Ja! Ja, Mann! Yes! Cool! Na, aber der Freddy Krüger ist schon mega stark. Mhm. Ja, das ist halt einer von den Charakteren, wenn du das kannst, ist halt richtig gut. Du kommst nicht wirklich das, dazu, dass du Generatoren machst, weil er immer da ist. Voll. Naja, er muss wissen, wo er sich hinportet. Ja. Und sobald zwei Leute an einem Generator arbeiten, dann hebt es mir den Generator hervor. Ach, das hast du drin gehabt. Drum. Dann weiß ich, auf welcher Generator bearbeitet wird. Ja, und aus Add-on habe ich ja drinnen, dass du, wenn ich mit so einem Generator porte, dann hast du ja so Blutlinien. Wo die Sonja gesagt hat, da spritzt Blut aus. Mhm. Und da siehst du ja, zu welchem Generator ich mich porte. Aber da habe ich halt drin, dass sobald ich mich zu einem porte, kommt das Blut bei allen aus auf der Map. Aha. Okay. Das heißt, auch wenn ich mich zum falschen, porte, gehen dann alle vom Generator weg, grad, weil sie nicht wissen, wo er rauskommt. Ach, das ist das Zeichen, dass du portest. Okay. Genau. Das habe ich auch nicht gewusst. Und das heißt, alle haben das Blutzeichen und alle hören auf zum Reparieren. Und während alle aufhören zum Reparieren, ruiniert der Fluch, ruiniert die Generatoren wieder alle. Mhm. Ach, und drum hast du mich zuerst nicht gefunden, weil ich alleine am Generator war und auch nicht aufgehört habe zum Reparieren. Ja, genau. Ah, ja, das muss man wissen. Die Moore sind aber klasse beim Benutzerdefinierten, weil in den normalen Spielen ist aber viel Job zum Hernehmen. Ja, ich finde es auch nicht gut. Weil dann hast du eine Drecksrunde und hast dein Moore verbrennt für nichts. Ich finde es generell nicht so geil, das Ding. Es ist einmal nett zum Zagen, aber. Dass du beim benutzerdefinierten Spiel auch einstellen kannst, dass jeder nur mit seinem Charakterlevel spielen kann, gell? Was? Echt? Ja, du kannst einstellen, dass alle Perks frei sind oder jeder mit seiner Stufe, die er tatsächlich hat, spielen kann. Ach, das habe ich gar nicht gesehen. Dann hat er nur die Perks, die er tatsächlich freigeschalten hat. Mhm. Und seine Account-Dinge halt. Das sollte man nächstes Mal machen. Naja, nein, das ist glaube ich nicht so gut, weil wir alle auf verschiedene Levels spielen. Ja, das macht ja nichts, aber dann kann ich mit dem spielen, wo ich im normalen Spiel auch spiele. Ja, schau mal, du kriegst ja trotzdem nichts dafür. Nein, das nicht, aber ich lerne meine Figur so zu spielen, wie ich es bei den anderen Spielen auch habe. Ach so, von. Ja. Ja, okay, das stimmt. Weil so wie jetzt bin ich Freddy. Im normalen Spiel habe ich die Perks alle gar nicht freigeschalten, mit denen ich jetzt spiele. Ich renne da mit zwei Weibern mal dran. Seht ihr ja. Genau. Sie haben gesehen. Immer wenn ein Generator fertig repariert wird, dann wird die Aura vom Killer aufdeckt. Gut. Aber dafür verkacke ich mit alle anderen Helden. Das sind keine Helden. Killer. Letztens mit dem Doktor und so probiert spielen und mit Ghostface, da habe ich keine Chance. Ja, es liegt halt eben was anderes so vom.
Dem Kleid ist sehr einfach. Man sucht seinen Kill aus, der einem gefällt. Oder halt überleben der vom Ausschauen. Und dabei bleibst du bei. Beim Killer ist es halt nur schlimmer, weil die halt wirklich anders sind. Überleben der ist völlig egal. Ja. Gut abgelenkt, Steffi, ich hab den Generator gleich. Haut ihn in den Kasten, ey. So. Dicke Clown. Ja, scheiße. Schau da mal. Er hat sich die Moritz. Der ist mein Finger, der grausige. Ist mein Finger. Ja. Der ist ekelhaft, der Clown. Ja. Der Kannibale. Alter Fuchs, wir sind mit ihm. Und er ist jetzt zu schnell bei. Weil er Finger gegessen hat. Ja, ich schau fast drauf. Er war es halt einfach, wo ich bin. Er war es einfach, wo ich bin. Für den Hacker. Der Switch, aber es ist hier ein Hack aufgeladen. Oh. Wow! Ich bin am letzten Generator so. Ich hab ihn gleich. Hast du ihn gleich? Mhm. Mir rennt da so ein Kasperl nach. Wie weit bist du, Sanja? Fertig. Fertig. Was ist für Scheiße?
Da würde zwischen zwei Bäumen durchrennen und dann steht halt ein Felsen da. Ja, das ist so behindert. Ja. Der Clown schaut schon geil aus. Scheiß Mongo-Clown. Regt mir auf. Schwabbel da mal deppert hinterher. Oh, hat mir auch noch gekopft, gell? Warum ist denn der Boden so orange? Weil es schwer zu sein. Da holt uns dann diese dunkle Macht. Die eine Tür ist offen, Sanja. Und ich hab keine Ahnung, wo da eine Tür ist. Wir probieren gerade die Tür erreichen. Scheiße. Ja, also, einfach am Rand entlang laufen. Ja, da war ich gerade. Aber Stefan, ja. Einfach da weiter. Ah, ich seh's. Schaffst du, Stefan? Juhu! Perfekt. Oh. So, für mich ist Schluss halt. Ja, ich mach jetzt auch Schluss. Hey. Ja. Reicht ja. Gute Nacht. Ja, war cool. Ja, schon.